Fast jeder Soldat im Einsatz hat einen oder sogar zwei. Welchen Talisman sie mit nach Afrika genommen haben, verraten uns Kameraden bei EUTM Mali in Kulikoro. Mein Talisman, den habe ich 2011 in meinem Afghanistan-Einsatz, meinem ersten bekommen, von einem Afghanen. Darauf zu lesen sind angeblich, das hat er gesagt, die Tugenden, die guten Tugenden eines Menschen. Und seitdem trage ich den auch Tag und Nacht und der ist immer bei mir. Der zweite Talisman, das ist mein Solidaritätsbart. Jedes Mal, wenn ich in Einsatz geflogen bin, hat mein Vater sich ab dem Tag, wo ich abgeflogen bin, sich nicht mehr rasiert. Und diesen Einsatz habe ich das auch gemacht. Ich ziehe da voll mit und mein Vater und ich rasieren uns erst wieder, wenn ich wieder zu Hause bin. Meine beiden Töchter haben mir einen Schutzengel gebastelt und vor der Abfahrt nach Mali geschenkt, damit ich jemanden habe, der auf mich aufpasst. Als ich weggefahren bin, habe ich meinen Freunden und Bekannten einen Brief geschrieben, es geht jetzt los und das mache ich da. Und ich habe unten drunter geschrieben, und im Übrigen ist es wie bei Paulchen Panther, heute ist nicht alle Tage, ich komme wieder, keine Frage. 4 Wochen später haben mir meine Freunde Paulchen Panther geschickt. Ich habe den Ü-Bär als Glücksbringer mit, und das ist ein ganz besonderer Bär, sieht man ja, auch ein ganz lustiger, und der gibt es schon seit 2010. Und der Ü-Bär hat sogar einen eigenen Schneider für seine Uniform. Die hat er seit heute und die ist maßgeschneidert. Ja, also ist wahrscheinlich die einzige Uniform in diesem Kontingent, die maßgeschneidert wurde, und zwar nur für ihn heute.